letztes Mal eigentlich. Dreimal am letzten wäre es okay. Ich dachte, ich mache früher oder später gleich mal ein Foto. Dann haben hier angerufen, oder? Ich sagte, hey, Severin, kommst du? Dann habe ich spontan zugesagt und jetzt habe ich gedacht, dass jetzt so viele Leute oben sind. Und dann bin ich nicht gewöhnt, vor Leuten irgendwie einen Sense zu machen. Ich habe selten jemanden, der mit der Kamera auf mich drückt, wenn ich es vorklettere in meinem Mittelrange, oder? Und jetzt ist es so wichtig, dass ich einfach Spass habe und heute probiere, die Route zu klettern. Aber manchmal brauchst du fast ein bisschen Courage, einen 8B Plus zu filmen, wenn links und rechts dünn angeklettert wird, oder? Weißt du, was ich meine? Das war früher ein Insidergebiet, ich glaube von Sam Abeckle, vor 20 Jahren entdeckt worden. Und am Anfang war es sicher noch sehr futuristisch. Nein, im Berner Oberland so steile, powervolle, körperspannungsorientierte Kletterei. Und in den letzten 10 Jahren sicher hat sich das zu einem Weltklasse-Hotspot entwickelt. Wunderschöne Aussicht, traumhafter Fels, viel schwere Routen. Unik. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Endurance Route, Buldige Route, alle im Bereich 8A bis 9A plus. Und so eine dichte, schwere Route mit so einer Location wie hier ist schwer zu finden oder zu toppen. Alex, wer hat dich im Schiff gefilmt? Also gut, schlussendlich hast du links einen Zangengriff, machst einen Drop rein, verlängere dich auf einen höheren Zangengriff. Und nachher musst du Körperspannung können haben, mit diesen zwei Pinchers rechts rauszustehen und noch einen Drop rein. Und über die Füße in das offene Loch. Und dann dürfen die Füße einfach nicht kommen und über die Füße abstoßen und die Körperspannung behalten. Und das offene Loch, wenn du das magst fahren, dann hast du eigentlich die Route geklettert. Ich weiss, ich habe 3 so Goals gegeben, ich dachte, der zweite müsste eigentlich gehen. Und nachher hatte ich wirklich so eine Selbsterwartung, es müsste eigentlich gehen. Und im zweiten Goal war die Thermik weg, also kein Wind mehr. Und dann bin ich unter dem Boulder schon leider rausgerutscht. Dann habe ich unter dem Boulder noch einen Klickfauer gemacht. Also irgendwie ist es einfach nicht so gelaufen. Und 8B Plus hier oben klettern ist für mich ein Highlight. Und vor allem mit dieser Kulisse in meiner Heimat. Aber klar ist es mir auch bewusst, dass mein Niveau hier oben zu klettern nicht voll Mittelklasse ist. Also 8B Plus klettern, heute muss Sportklettern, ist im breiten Mittelfeld. Und trotzdem ist es schön, dass man persönlich Freude hat, also im eigenen Niveau. Und dass hier oben ein Haufen 9A, 9A Plus Routen hat, ist einfach eine ganz andere Welt.
etwas übertrieben. Genau. Es ist für mich wichtig, dass ich checke. Eigentlich ist jeder Klettertag ein Erfolg, weil ich profitiere und ich lerne jeden Tag und ich komme jeden Tag weiter aus meiner Komfortzone raus und kann mich dort entwickeln. Das entsteht auch das lehrreiche und das intensive Feeling und Leben. Klar ist es mega schön, man hängt den Stand, aber wenn man wirklich sich getraut, schwere Routen auszusuchen, dann liegt das 2 oder 3 Mal im Jahr, wenn überhaupt. Und dann wären die anderen 100 Klettertage alles frustrierend. Oder generell im Leben, wenn man etwas Schweres probiert, ist es wichtig, dass man checkt, dass es ein weiter Weg dorthin ist. Und wenn man das schnell schafft, hat man eigentlich gar nicht nach einem grossen Traum gestrebt, sondern einfach etwas, das easy to consume ist. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das selber checkt, dass man sich getraut, Ziele auszusuchen, die einen motivieren, die einem etwas abverlangen und aus dem Weg dorthin aus Weg sieht und aus Entwicklung und aus Fortschritt. Sonst wäre das Klettern mega frustrierend. Finally. Inshallah.